Hallo und herzlich willkommen zurück zum Retrofit-Hotseat an diesem Mittwoch. Und hier an der Stelle möchte ich meinen Retrofit-Spielern mal schön sagen, ich habe es dieses Mal hinbekommen aufzunehmen, ohne dass ihr mich daran erinnert. Ich war schneller als ihr. Muhahaha. Ja, okay. So, also jetzt geht's los, ernsthaft hier mit unserer kleinen Rundenanalyse hier. Was ist so passiert in der Runde? Ja, ich würde sagen, paar nette Sachen, jetzt nichts Übertriebenes, aber vielleicht ein paar neue Stellen, wo es bald ordentlich Stress gibt. Also zum Ersten möchte ich nochmal auf diese Armee von Prinz Louis hinweisen, die mittlerweile immer verstärkter wurde, auch mit Truppen hier aus Paris vermutlich, immer mehr gestärkt wurde und hier vermutlich auf dem Weg nach Metz ist, vielleicht auch hier ins Heilige Römische Reich. Nur die Frage ist, warum? Eigentlich, soweit ich das weiß, sind das HR und Frankreich sind nicht miteinander verbündet, aber pflegen freundschaftliche Beziehungen. Aber greift jetzt Frankreich das HR an oder helfen sie dem Heiligen Römischen Reich? Also laut Boteneinträgen, die wir ja mal gelesen haben nach dieser Kriegserklärung hier zwischen dem Reich und Polen und so weiter, hört sich ja eher so an, als wäre Frankreich auf der Seite des Reiches, aber man weiß ja nie. Vor allem, weil ja Staufen, Bern, Frankfurt momentan sehr, sehr schwach hier vorne in Richtung Frankreich liegen und das natürlich der Moment wäre für Frankreich hier zuzuschlagen, ohne dass das Reich großartig was machen kann. So, aber wir gehen davor mal geschwind nach Marrakesch und wir sehen hier jetzt belagern beide Armeen, also die von Afonso und die von Arias dem Magas. Hier von Spanien belagern jetzt beide Marrakesch. Da gab es gestern eine Diskussion, weil ich mal so gefragt habe, und wie fandet ihr den letzten Part eigentlich und so weiter. Und da gab es dann eine Diskussion, also es stand ja letztes Mal, glaube ich, nur die portugiesische Armee hier und die spanische kam ja noch. So rum war es, glaube ich. Und da geht es dann eben darum, wer Nachtangriffsgeneral hier wird. Eigentlich sollte jetzt eine von beiden Armeen dann jetzt nicht belagern. Also weil es ist ja so, also Nachtangriffsgeneral bedeutet, man kann, selbst wenn jemand auf nachts angreifen, klickt praktisch, dann können beide Armeen als Verstärkung, wenn es jemand nicht den Nachtangriff hat, also mal angenommen, der Spanier hat hier nicht den Nachtangriffsgeneral und der Afonso hätte es. Wenn jetzt aber der hier drin in Marrakesch, der General, auch den Nachtangriff hat und dann diesen Nachtangriffsgeneral von Portugal angreift, dann hat dieser Spanier hier verspielt. Dann kann der Spanier nicht zur Hilfe kommen. Dann kann er diese Armee hier einzeln besiegen. Wenn beide aber einen Nachtangriff haben, dann ist es egal. Und wenn es halt eben so wäre, wenn jetzt der Spanier den Nachtangriff, nicht den Nachtangriff hätte und der hier schon, und dann müsste er mit diesem Afonso nicht belagern, sondern mit dem Arias de Magas. Weil wenn er dann hier drinnen aus Marrakesch den Arias de Magas im Nacht angreift, ist der Portugiesier trotzdem dabei, weil er ja Nachtangriff hat. Aber irgendwie ist das jetzt doch nicht so, wie es das gestern in der Gruppe hier geschrieben haben. Ich hätte das nicht so ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Vielleicht war das auch praktisch zwischen den Runden, vielleicht so ein bisschen. Das kann natürlich auch sein. Genau, also da bin ich mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Aber auf jeden Fall, wir sehen jetzt hier unten die Belagerung von Marrakesch, die ja doch einige Zeit gebraucht hat, bis die jetzt endlich in Gang kommt. Genau. Ansonsten, wir haben hier noch ein paar Mauren, die natürlich aufgelöst werden, sobald Marrakesch fällt und hier die Spanier, die schon auf dem Weg nach Timbuktu sind oder so, wie es aussieht. Mal gucken. So, also das wäre das Erste. Dann gucken wir mal weiter hier runter nach Brupp im Ägypten. Und was sehen wir hier? Hier in Ägypten ist es so, die sizilianische Flotte mit der Armee ist jetzt da Fallschirmjäger und, gewählt. ups, und blockiert den Hafen von Alexandria. Die venezianische Wir Flotte ist kämpfen auch nicht da. mit euch um Auf dieses den Gebiet. Schiffen sind keine Truppen, aber hier drüben ist Wir Mailand geben wieder mit euch einer Armee Rückendeckung in noch, der Schlacht. die hier auch landen werden, vermutlich bald. Also sie werden jetzt hier erstmal warten. Klar, wenn hier so eine fette Armee ist, würde ich auch mal warten erst mit dem Landen. Genau, aber das bleibt natürlich hier ganz schön spannend, wie sie sich jetzt hier durchsetzen können. Der Ägypter rüstet hier mittlerweile auch ganz schön auf, das muss man dazu sagen. Mal gucken, ob er sich gegen diese Invasoren hier verteidigen kann. Da können wir nachher auch mal in den Statistiken gucken, wie es eigentlich finanziell beim Ägypter so aussieht. Ansonsten rückt er hier oben nach Aleppo vor, wie es aussieht, dass er den Byzantinern gehört. Wahrscheinlich wird er das, denke ich, erobern. Das hat doch letztes Mal den Mauren gehört, jetzt gehört es wieder den Byzantinern, keine Ahnung. Wahrscheinlich wieder erobert. Naja, egal, auf jeden Fall, weil das war irgendwie so ein Bug. Jetzt kommt der Kronprinz Mubarak hier hin und wird jetzt erstmal
Genau, er hat hier, genau, das war damals so, der Maure musste dann hier die Truppen auflösen und dann ist der Byzantiner wahrscheinlich einfach gleich wieder rein und hat es erobert. Ja, der Kronprinz Mubarak rückte nach Aleppo vor. Gleichzeitig haben wir hier Salih Al-Alai, der hier drüben. Es wird mir eine Ja, Ehre der sein, hier drüben euch zu Antiochia belagert besiegen. mit einer Armee. Das wird noch eine spannende Sache. Vielleicht kommt es hier tatsächlich jetzt zum Konflikt zwischen Seldschuken und Ägyptern, die sich ja eigentlich ganz gut verstehen. Und naja, vielleicht kommt es hier tatsächlich zu einem ernsten Konflikt. Ich bin echt mal gespannt. So, muss man mal kurz durchgucken. Ja, verbündet mit den Seldschuken, wenn sie sich jetzt hier so annähern. Ansonsten ist ja das auch so ein bisschen witzig. Also die Ägypter haben ja von Anfang an einen freundlichen Kurs Richtung Christen gemacht, werden jetzt von Christen angegriffen. Das verstehe ich nicht so ganz, um ehrlich zu sein. Während die Seldschuken ja mega den feindlichen Kurs auf die Christen am Anfang hatten und auch die Byzantiner angegriffen haben und so weiter. Und jetzt ja durch diese RP-Nachricht was weiß ich, mit dieser Geschichte zwischen der Seldschuken und den Venezianer und so weiter sich jetzt irgendwie langsam aber sicher miteinander verbinden, finde ich doch lustig. Aber auf der anderen Seite ist dieser Wandel von diesem Sultan Jalal hier von den Türken und den Seldschuken eigentlich eine ganz interessante Geschichte und kann da nur empfehlen, mal einen Blick ins Forum zu werfen und nach der entsprechenden Rundenanzahl zu suchen, wobei da stehen gar keine Rundenanzahlen dabei, aber irgendwo relativ weit unten auf Seite 2, genau. Steht die Geschichte. Einfach mal reingucken und ihr seht ja dann, welche Runde sind wir? 15, dann könnt ihr das Zeug auch alles dazu lesen. Genau. So, ansonsten, das fand ich nur noch ganz interessant. Wir haben hier noch diesen Barbus Selvo, der hier tatsächlich durch ungarisches Gebiet läuft, aber den Ungarn scheint es anscheinend nicht zu interessieren. Das war die Sache und jetzt kommen wir natürlich wieder zum größten Konfliktherd der ganzen Runde, nämlich hier drüben wieder Polen und das Heilige Römische Reich. Ich habe mir sagen lassen, hier stand irgendwo eine Armee in dem Wald. Also das Problem ist, Leute, ich kann natürlich auch nicht immer alles wissen und sagen und so weiter, weil da müsste ich mich durch die Runden durchklicken. Und durch diese Runden durchzuklicken würde das Bild auch verfälschen, weil die Spieler ja machen irgendwas mit ihren Armeen. Das heißt, ich müsste mir tatsächlich jede Runde anschauen, die von dem Spieler gespielt wird. Und das wäre ja mega zeitaufwendig. Damit ich wirklich hundertprozentig überall alles weiß. Also ich finde es schade, dass man diesen Toggle-Foe-Mode hier leider nicht wirklich alles sieht, sondern hat die Karte aufgedeckt ist, aber die versteckten Einheiten sieht man trotzdem nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Naja, egal. Auf jeden Fall kann auch sein, ich habe nämlich mal geguckt, wir werden nachher auch in die nächste Runde springen und dann haben wir ja, weil das ist ja hier Ende Runde 15, dann werden wir auch mal noch sehen, was hier in Runde 16 so passiert, beziehungsweise einfach die neuen Statistiken. Und da habe ich vorhin schon mal reingeguckt, also es sieht so aus, als hätte Polen keine Truppen verloren. Vielleicht ist das diese Armee, die sich hier nach hinten zurückgezogen hat, in dieses Fort. Allerdings ist es so, dass jetzt ja hier dieses Fort wurde verlassen vom Reich und dafür wird jetzt hier dieses Fort belagert von Polen. Das sieht auch so aus, als wird es bald belagert, hier durch Fredericus von Heidelberg. Ich bin mal gespannt, Otto von Kassel macht diese Sache hier. Wie das hier weiterlaufen wird. Hier tatsächlich jetzt Venedig auch noch am Start mit einer Armee, wahrscheinlich Richtung Ungarn. Ungarn sichert sich hier aber diese Brücke erstmal ab durch eine ungarische Befestigung. Blöd nur, dass man Es tut auch mir hier leid, unten langlaufen könnte. Klar ist eine Runde Verzögerung, aber das ist das hier auch. Und da würde ich halt keine Truppen verlieren, wenn ich hier lang laufe und hier schon. Und ist es in Reichweite von Budapest vermutlich. Also das ist vielleicht nicht ganz so schlau. Hier würde ich vielleicht mal nochmal einen Vorbauen oder so. Naja. Genau, ansonsten natürlich hier, wie es aussieht, jetzt nach der anfänglichen Defensive hier gegen Polen, jetzt das Reich in der Offensive. Mal gucken, ob das so anhält oder ob wir nächste Runde irgendwie Truppen des Heiligen Römischen Reiches sehen, die irgendwo hier hinten stehen und total geschwächt sind und eine Schlacht verloren haben. Da bin ich echt mal gespannt, wie das hier weiterlaufen wird. Ansonsten hier oben noch Prinz Heinrich oder Henry, aber ich finde Heinrich ist besser. Hier oben. Worauf ich auch noch eingehen will, ist diese Sache hier oben. Ich glaube, Hab keine wir haben jetzt Angst, diese wir Flotte hier suchen auch keinen komplett Kampf. zusammengefügt. Aber was ich halt da echt cool dran finde an der ganzen Geschichte ist, und da sollte ich auch nochmal weiter drauf eingehen, haben die Spieler mir gesagt, und zwar dieses Taktieren dieser Flotten. Also die sind ja immer Greift so an oder Admiral, gib einigermaßen mir etwa außerhalb meine der Männer und deinen Reichweite. Das Befehl, sehen wir euch jetzt nicht, aber anzugreifen. ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal kurz in die nächste Runde. So.
So, hoffentlich habe ich jetzt das Passwort richtig eingegeben. Ja, wunderbar. Gut. Ja, das interessiert uns eigentlich nicht. So, aber genau, jetzt kann man das mal uns kurz anschauen. Ihr seht das hier, diese Reichweiten der Schiffe. Und es ist natürlich richtig wichtig, dass man da außerhalb der feindlichen Reichweite bleibt. Die Frage ist nur gerade, wer kommt denn vorher dran? Russland oder Dänemark? Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Also wenn Dänemark früher dran kommt, ist die Flotte hier im Eimer, gell? Weil es natürlich auch nur ein Schiff ist. Und das ist natürlich das Interessante. Wenn jetzt der Russe dieses Schiff hier angreift, dann kommt er ja aber nicht mehr aus der Reichweite von diesem Schiff hier vermutlich raus, weil ihr seht ja, er kommt bis hierhin gerade so und dann könnte er vielleicht fast wieder komplett zurück, aber es reicht vermutlich nicht ganz. Und dieses vermutlich nicht ganz reichen wäre dann das die Chance für Dänemark. Also das ist eher so ein Ablenkungsmanöver und das finde ich ja echt cool, dieses Taktieren. Auch nochmal hier danke an die Spieler, dass ihr mich darauf hingewiesen habt. Ist immer ganz wichtig, auch von euch da nochmal ein bisschen Input zu bekommen. Genau, also hier dieser Fakt auf jeden Fall ganz, ganz groß geschrieben hier gegen Russland. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz auf die Statistiken wieder, was ich mal gucken wollte. Also ich kann es euch mal kurz zeigen, hier Vergleich Heiliges Römisches Reich, Polen, Ungarn, Venedig mal wieder, so der Klassiker. Wir sehen es, Polen verliert hier schon, während die anderen alle steigen. Militärisch aber haben sie nichts verloren anscheinend. Das heißt, das Heilige Römische Reich wird immer stärker, aber auch die Polen bekommen mehr, während Ungarn und Venedig hier verloren haben an Truppen oder an, ja, genau, zumindest ein bisschen. Aber das ist halt relativ lustig, weil, ja, also ich verstehe das hier nicht so ganz. Also die Polen sind ja hier, wo man im Ausgrad ist, man sieht sie immer so schlecht. Aber eigentlich, ja, sie haben auf jeden Fall keine Armee verloren, wie es aussieht. Also da bin ich mir recht sicher. Genau, der Rest ist eigentlich nicht so interessant. Was ich noch interessant fand, wären mal die Finanzen von Ägypten. Und da sehen wir, die haben durchaus noch Potenzial bei ungefähr so 4.500 oder so. Also die können da noch einiges an Truppen rekrutieren. Während ihr Militär ja auch momentan kräftig ansteigt. Also das ist so ein bisschen das Problem, ich kann es immer wieder nur betonen, bei dem Ägypter gewesen. Er hat sich halt echt zu sehr auf diese blöden Käfer da unten konzentriert, anstatt diese wichtigen großen Städte hier zu erobern, weil die geben halt wirklich viel, viel Geld und auch gute Rekrutierungsmöglichkeiten, wenn man sie dann ein bisschen ausbaut. Also ein bisschen muss man natürlich die Kasernen und so weiter auch ausbauen, das ist natürlich klar. Aber grundsätzlich gibt es halt echt viel Geld. Genau, ich denke, das wäre mal so das Interessanteste, was wir jetzt mal noch machen können, ist mal wieder folgender Vergleich, Top 5, Gesamt sehen wir hier Heiliges Römisches Reich und Ägypten auf einer Stelle. Dann kommt hier auch schon Polen und das Reich so ziemlich gleich und dann England, genau. Also klar, wenn man so viele Gebiete hier erobert hat und so, macht das durchaus Sinn. Jetzt muss man hier wieder auf beste 5 Seiten, militärisch unangefochten, das Heilige Römische Reich, dann Polen, Mailand und Venedig hier auf einem Fleck, dann Ägypten, dann ja, zum Henker ist das jetzt? Dann England, England ist das genau. Die haben natürlich noch viel, viel mehr Potenzial. Wo ist denn hier Frankreich? Hier, warum werden die mir hier nicht angezeigt, wenn ich auf Top 5 mache? So ein Witz. Hä? Das sind auch 6 Seiten hier, wie es aussieht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Hä? Check ich nicht. Produktion ist nicht so wichtig, Gebiete auch nicht. Finanzen. Gehen wir hier nochmal auf beste 5 Seiten. 2, 4, 5. Ja, hier passt jetzt. Da ist jetzt Russland als erstes dabei. Ne, Frankreich als erstes dabei. Dann Ägypten. Dann England. Dann Polen und dann Russland. Okay. Ja, warum passt denn das jetzt hier? Bevölkerung ist nicht so wichtig. Das sind auch wieder 6. Hä? Check ich nicht. Naja, egal, was wir vielleicht. Dann gehen wir einfach mal noch kurz drauf auf lebende Seiten hier von mir aus. Also hier sieht man Frankreich und so weiter, das haben wir schon gesehen. Militär, ja.
Okay, ja, nee, passt eigentlich. Aber irgendwie war das gerade ein bisschen komisch, warum Frankreich da nicht angezeigt wurde, obwohl die militärisch eigentlich auch so gut dabei sind und noch ein großes Potenzial haben. Naja, egal. Gut, aber ich würde sagen, das waren jetzt so die wichtigsten Sachen in diesem Part. Ja, ich denke, mehr gibt es hier jetzt erstmal nicht unbedingt zu sagen. Das war, denke ich, erstmal so das Wichtigste. Ich hoffe, ich habe nichts Großartiges vergessen. Genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen und auch für euer Feedback, das es hoffentlich gibt. Das freut mich immer sehr. Und auch an euch Spieler fürs Spielen dieser Runde. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.